Vor deinem geistigen Auge entsteht wieder das Schlachtfeld. Die große See, in dem Boltax verschwunden oder ertrunken ist, dann wieder auferstand. Der goldene Drache, der gelandet ist. Sulamin, die gemeinsam mit dem Fexgeweihten in seinen Träumen herumgegeistert ist. Und dann ist da dieser große, schwarze, untote Drache. Mit seinem verwesenden Fleisch. Du riechst gerade hier in Selem. Es riecht genauso, wie Rassasol gestunken hat. Dieser verwesende Leichnam. Aas. Du bekommst mich nicht. Niemals. Niemals, sag ich. Und so könnt ihr über das, über den Hafen des Floß wieder zurück zu eurem eigenen Schiff, wo ihr an Deck Ronga erkennen könnt, der so ein bisschen gelangweilt über die Reling steht. Ronga, jetzt steht da nichts rum, aber mir muss Sachen getragen haben, es müssen Sachen eingepackt werden, es muss organisiert werden. Euer Talent ist mehr als gefragt. Da seid ihr also endlich wieder. Geht denn endlich irgendwas vor sich? Ja, wie ich gesagt habe, gib mal Abelmir, du musst die Tür. Ihr seht ja, wie er ist. Geht ihm mal hinterher. Ja. Kommt. Hm. Oh, es geht eine ganze Menge vor sich. Ihr seht ja, wie er ist. Kümmert euch um ihn und passt auf, dass er sich nicht wehtut. Was? Gut. Ja, ich kann ein Auge auf ihn haben. Ronga blickt Babel mir ganz irritiert hinterher. Hey, Magus, wartet! Kommt! Beeilt euch, sputet euch! Fertigen am Versuch auf der Fährte. Ja, ich bin ja schon da. Wer ist auf unserer Fährte? Fertigen auf. Schaut zu Dache. Alle. Kommt! Ja, dann sollten wir uns wohl lieber beeilen. Sulamin, was meint ihr? Sollten wir auf dem... Naja, wenn Abelmirs Ritual morgen Abend ist, sollten wir nochmal mit der Hexe sprechen? Eine gute Frage. Würde mich schon interessieren, wieso diese beiden Tempel aneinander gebaut sind. Vielleicht weiß sie etwas darüber. Naja, und wie man in Al-Anfa so gerne sagt, besser mit gezinkten Würfeln spielen als ohne. Umso mehr die Götter auf unserer Seite sind, ich hab die Befürchtung, wir könnten das bald brauchen. Ja. Wahrscheinlich werden wir sie wieder in der Bibliothek finden. Oder auf der Schlangeninsel. Naja, Sepetio, würdet ihr denn Abelmir helfen mit seinen Vorbereitungen? Nicht, dass ich an seinen Fähigkeiten zweifle, aber... Dann seht ihr, ich kann dem Mann beibringen, wie er einen anständigen Mannkreis zieht, aber nicht in 24 Stunden. Ja, aber vielleicht könnte er Sachen nach darstellen und ihr verschiebt sie ein bisschen. Nun, ich kann ihm unter die Arme greifen, so gut ich kann, aber es ist nicht mein Spezialgebiet. Naja, aber korrigieren und meckern würde ich schon als euer Spezialgebiet einordnen. Wie immer liegt ihr leider fachlich falsch. Naja, also so falsch jetzt ja auch nicht. Also morgen Abend das Ritual, müssen wir sonst noch irgendwas tun? Irgendwas besorgen? Braucht irgendwer irgendwas? Nun, wir sollten die Admiralin nicht vergessen, aber abgesehen davon... Naja, dann werde ich die Hexe... Wollen wir morgen dann alle zusammen die Hexe aufsuchen? Wie wollt ihr das machen? Ist mir egal. Wie viel Zeit haben wir denn noch, Frosty? Also von meiner Seite aus habt ihr keine Vorgabe. Also ist es realistisch, zur Schlangeninsel zu fahren, um pünktlich zum Abendessen wieder da zu sein? Also Abelmir wollte das ja morgen machen, so. Wenn, also morgen Abend, wenn ihr jetzt schlafen geht, dann könnt ihr ja morgen im Prinzip im Vorfeld zu der Hexe gehen, ja klar.
Habt ihr sonst nichts weiter, was auf eurem Terminkalender steht, außer Miamat eben, was ihr irgendwann beliebig machen könnt. Danach passiert, wie wir uns überlegt haben. Genau. Ja, gut, dann machen wir das mit Karjana am nächsten Tag. Nur wie ihr möchtet, ich muss mich eh wieder rasieren, also. Ich sag euch, diese Sumpfluft ist nicht gut für mich. Ihr seht für niemanden gut, nach allem, was man hört. Ja, ihr seht auch irgendwie alt aus. Das könnte daran liegen, Rafim, dass ich alt bin. Ja, das ist ein überzeugendes Argument. Diamantes, du hast deinen Weg gewählt, Mendena. Mit dem Schiff bist du hierhin gereist, vorbei an Rulat. Man hat dich eingelassen in den Hafen, dir dein Anliegen vortragen und... Mittlerweile stehst du in der Admiralität, in einem besonders hohen Turm, von dem du aus über das Wasser gucken kannst. Das Büro von dem Kommandanten soll wohl irgendwo hinter dir liegen. Man hat dich zum Warten verdonnert. Seit 2 Stunden sitzt du auf dieser Bank, beziehungsweise hast dich erhoben, kannst von links nach rechts gehen und ab und zu mal durch dieses Fenster blicken. Unter dir siehst du die lebende Werft. Du kannst 2 Dämonenarchen erkennen, denen unter grausamen Schmerzen das Holz vom Fleisch gezogen wird. Du siehst, wie es darunter wohl zu leben oder zu pulsieren scheint. Dämonenfleisch und das Holz, was für andere Schiffe benutzt wird. Die kreischen unaufhörlich, wenn sich die Eternium-Ketten ihnen die Rüstung abziehen. Du kannst den einen oder anderen Wächter erkennen, der dich im Auge hat. Patrouillen, die gewechselt werden. Irgendjemand von der Kamot-Garde, der mit einer Zantenverwundung an dir vorbeiläuft. Es stinkt widerlich nach Blut und dann öffnet sich endlich nach vielen Stunden die Tür und du kannst sehen, das blonde Gesicht, das blonde Haar von Sarastro Dorkstein, dem Admiral Komtur, hochgewachsen, der dir ja hochdekoriert erst einmal die Hand gibt. Ich habe viel von euch gehört. Wir haben viel von euch gehört. Darf mich vorstellen, Admiral Komtur, Sarastro Dorkstein. Und ihr seid Diamantes Monterey. Korrekt. So reicht Diamantes dem Mann ebenfalls zurück die Hand, durch einen mürrischen Gesichtsausdruck aufgelegt. Ich habe lange hier gewartet für das, was ich mit euch zu besprechen habe. Aber ich habe auch von euch gehört. Oder besser gesagt von dir. Ich denke, Anredungsformen haben bei dem, was vor uns liegt, sowieso keinen Sinn mehr. Da können wir uns auch duzen. Mutiger Mann. Also gut, komm rein. Hast auch du hohen Rang und Namen erworben. Das möchte ich anerkennen. Damit kannst du in sein Turmzimmer eintreten. Siehst zahlreiche Karten mit Navigationshinweisen. Du kannst Berufsgeheimnisse erkennen von Längen und Breitengrad, die eigentlich unter Verschluss stehen. Das Alanfanische Imperium als auch das Horasische Imperium erheben da Todesstrafen für das Wissen, was dir als Alanfaner natürlich gegeben ist, zumindest in dieser hohen Position. Aber auch das Geheimnis vom Längengrad, was die Horasier dann eben beheimaten, war dir selbst noch nicht klar. Du siehst Städte, die dort markiert worden sind. Und Bücher. Unglaublich viele Bücher. Dann kannst du an dem Schreibtisch Platz nehmen, während er einmal herumgeht und dann ebenso Platz nimmt. Wir haben von den Bluttemplern und den Kamot-Gardisten bereits gehört, dass ihr euch der guten Sache anschließen mögt und Elmer Havax, dem Fürst Komtur, tatsächlich eure Fähigkeiten in den Pool stellt. Ja und nein. Ich bin bereit, dem Fürst Komtur meine Fähigkeiten zu Dienst zu stellen, aber ist es nur für einen und ist es nur für diesen einen Zweck, denn ich denke nicht, dass es drüber hinausgehen wird, dass mein Leben drüber hinausgehen wird. Aber ihr habt von dem, was sich im Seelengrund zusammenbaut, sicher gehört, bei dem ganzen Wissen, was sich hier zusammentraut, so. Gibt es wohl wenig, was ich dir sagen könnte,
was ihr wahrscheinlich nicht schon von euren Spionen aufgefasst habt. Der Heptarch Palegan hat auch uns geschadet. In seiner Landüberflutung wird er auch den Fürst Komtur und seine Ländereien nicht verschonen, wie er es auch nicht getan hat, als er hier vorbeigesegelt ist. Es ist uns tatsächlich ein Dorn im Auge, aber wir sind mit ganz anderen Feldzügen zugange. Daher können wir euch eine kleine Flottille zusammenstellen, die ihr tatsächlich auch als, nun, Admiral führen dürft. Ich selbst bin zwar als Admiral Komtur hier gebunden, aber ich gehe davon aus, dass ich euch einen kleinen Teil anvertrauen kann. Was, wenn du mit anvertraut meinst, dass du die Schiffe wahrscheinlich wieder siehst, gehe ich nicht davon aus. Wenn du mich mit den Schiffen losschickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ihnen wiederkomme, sehr gering. Aber sollte ich das Ganze überleben, so komme ich ganz gewiss wieder. Aber ich glaube, entweder sterbe ich oder wir alle sterben gemeinsam, denn Palegan ist größenwahnsinnig geworden. War viel zu lange Marionetten von großen Mächten, die er nicht versteht. Und jetzt will er uns alle mit in die Verdammnis ziehen, die er schon längst erlitten hat. Wir können das nicht zulassen und ich bin mir sicher, Hafax sieht das genauso. Egal was für Schlachten er hat, was für Pläne er schmiedet, sie sind nichtig, wenn Palegan seine Pläne vollendet. Nun, erst einmal zu dem Punkt, solltest du sterben, beziehungsweise solltest du überleben und wiederkommen. Wir haben für dich dann sicherlich Potenzial. Allerlei Helden haben sich zusammengetan und bilden mit mir das Eternium Corp. Gwang oder Rakwa. Viele Helden, die vor dir kamen und nach dir noch gehen werden. Aber solltest du tatsächlich nicht wiederkommen und dein Leben dort unten im Seelengrund gegeben haben, so werden wir dies ebenso akzeptieren und die Schiffe sind eine Dreingabe von uns. Hauptsache, dass es nicht heißt, der Fürst Komtur habe sich an diesem Kampf gedrückt. Ihr werdet unsere Wappen tragen, Bündnisse schließen, mit wem ihr mögt, und sie dann am Ende in den Kampf führen. Solltet ihr dabei sterben, sollten die Schiffe dabei untergehen, dann sorgt nur dafür, dass wir gesehen werden. Geht mit einer großen Explosion unter. Wir werden gesehen, oder? Die Banner von Hafax werden gesehen, das kann ich euch hoch und heilig schwören. Eine andere Sache. Ihr werdet sicherlich wissen, dass die Heptarchenschlechter ebenso dort sind, denen ihr euch einige Zeit angeschlossen habt. Wie werdet ihr mit ihnen verfahren? Ich habe keinen Groll gegen ihn, auch wenn es andersrum wohl sicher anders scheint. Rafim ist tot. Das war auch das Einzige, was mich an sie gebunden hat. Aber die anderen. Bonga denkt noch einmal über Boltax nach, über Abelme, über Zulamin, über Sepentilio. Schüttelt dann den Kopf. Die Erinnerungen, die mich mit ihnen verbinden, liegen in der Vergangenheit. Und auch sie werden von Palegans Fluten niedergeschwemmt, wenn er gewinnt. Ist mir völlig gleich, was mit ihnen ist. Sollen sie sich doch auf die Plagenbringer stürzen? Ich werde versuchen, sie möglichst zu unterstützen. Also gut. Allerdings habe ich noch ein Problem mit dir. Und das sitzt in deinem Hals. Greta Graustein sagte mir, dass du Paktmale trägst. Damit habe ich generell kein Problem. Viele der Kamadgardisten klagen über diese Pakte, aber ich muss mir trotzdem ihrer Loyalität sicher sein. Und wenn ich dich alleine mit meinen Männern dort runterschicke, dann dienst du uns und Hafax und nicht den Zielen von Blackerats. Ihr wollt die Kontrolle über meinen Gurgulum. Ich will, dass du die Kontrolle über dich selbst übernimmst. Und dass du nicht von ihm kommandiert wirst.
Ich will dir nur die Freiheit wiedergeben, die du vor langer Zeit aufgegeben hast. Greift mit der Hand an seinen Hals, wo sich für andere nicht sichtbar, aber für ihn in jeden Augenblick spürbar der Dämon befindet. Das Kratzen im Hals, was mittlerweile ja zu seinem Alltag geworden ist. Ein Gefühl, das fast schon untergeht, aber trotzdem immer präsent ist. Geht jetzt schon so lange. Ich kann mir das gar nicht mehr ohne ihn vorstellen. Aber er hat vielleicht seinen Sinn und Zweck schon erfüllt. Vielleicht war er nur dazu gedacht, mir die Kraft zu geben, Raphim zu bewältigen und dieses Schiff zu stehlen. Gut, wie machen wir es? Er öffnet eine Schublade seines Schreibtisches und holt einen Glasgötzen hervor von Borbrat Xamanot. Er hat wie ein gütiger Großvater seine Hände ausgebreitet, an denen du die 6 Finger erkennen kannst, und eine Krone auf dem Haupt mit 7 Zacken. Küss ihn. Was? Küss den Glasgötzen. Das ist... Das wäre eine... Bärenschänder, nicht wahr? Was... soll das bewerkstelligen? Ist das ein Artefakt? Das ist das... Artefakt von Sankt Borbrat Xamanot. Und... Azarel hat ihn mir vor einiger Zeit gegeben. Die Hochprophetin. Scharlachkraut. Der Name ist das ein und andere Mal gefallen unter den Helden. Habe ich noch nie kennengelernt, aber... Ihre Meinung zu ihr war zwiespältig. Und... das löst mein Problem um meinen Hals, diesen Glasgötzen zu küssen. Das scheint mir doch etwas... Das Problem der Loyalität. Ich verstehe. Gute Wortwahl. Diamantis nickt einmal mehr zu sich selbst und starrt auf diesen Glasgötzen für mehrere Augenblicke, bis er seine Augen schließt, sich nach vorne beugt und mit den Lippen das Glas berührt. Das Kratzen an deinem Hals ist ja... es wird weniger. Es fühlt sich fast so an, als würde es eitern und schmieren. So als würdest du dieses... ja, als würdest du es fast besiegt haben. Ich spüre schon eine Änderung. Werde ich matt? Also verliere ich die... spüre ich die Auswirkungen, dass ich die Werte verliere? Nein. Der Gurgelum ist weiterhin da. Er erhebt sich dann. In Götzen kannst du mitnehmen. Azarel wird mir einen neuen geben. Komm mit mir. Damit verlässt er mit dir gemeinsam den hohen Turm und geht nach draußen in die lebende Werft, wo du wieder die Dämonenarchen hören kannst, wie Säure nach unten tropft und das Wasser des Hafens leicht grünlich färbt. Du kannst verschiedenste große Kriegsschiffe erkennen, die Bluttempler, die Aleph Null, die Schwarze Sichel, Schammerham, die Sieg vom Flusswacht, die Schneide von Mendena, die Schande von Eslamsbrück und viele weitere mehr, die jetzt sich gerade vor dir aufgereiht haben. Du gehst entlang, kannst sie mustern, die Häuter von Gerbalangang und die Jergans Verderben, sprechende Namen. Aber wenn du sie von außen betrachtest, während du mit dem Komturadmiral dort entlang gehst, die sind schwarz, ja, aber ihre Haut ist dick. Selbst eine Rotze oder eine
Ja, du überlegst gerade, mit welchem Geschoss du dich da durchbrennen könntest. Selbst ein Skorpion könnte vielleicht an der harten Haut vorbei zerschmettern. Pafax Primus. Stolze, starke Schiffe. Und die Mannschaft, die dich aus tief sitzenden Augen anblickt, Seesöldner aus dem eigenen gezüchteten Hafen, sehen vielversprechend aus. Wir werden dir noch einige Sachen mit auf den Weg geben und dann kannst du in wenigen Tagen unseren Hafen verlassen. Ich werde diese Zeit sicher nutzen, mich mit dem Kapitän vertraut zu machen. Ich freue mich schon auf das Wiedersehen mit den Helden.